Hallo allerseits. Neulich hat jemand zu einem Video von mir einen Kommentar gepostet, wo es eben darum ging, dass Panzerketten nicht rosten können, da sie ja, aus Edelstahl oder irgendeinem höherwertigen Stahl bestehen, die eben es gar nicht möglich machen, dass Panzerketten rosten können. Ich bin natürlich anderer Meinung, Panzerketten können rosten. Unter gewissen Voraussetzungen natürlich. Und das werde ich jetzt in den folgenden Minuten genauer erklären, wie und was. So, zunächst mal muss man natürlich wissen, woraus Panzerketten bestehen. Also heutzutage verwendet man Stahllegierungen mit zum Beispiel Nickel oder Chrom. Das sorgt eben dafür, dass der Rostschutz erhöht wird und auch, ich denke mal, Stabilität ein Stück weit. Außerdem werden moderne Kettenglieder geschmiedet und dabei entsteht so eine Zunderschicht. Ja, weil ja das Metall während des Schmiedevorgangs mit dem Sauerstoff in der Luft reagieren kann. Und das ist auch nochmal eine Schutzschicht, eine natürliche, die verhindert, dass dieses Metallteil rosten kann. Natürlich wetzt sich diese Schicht auch mal ab im Laufe der Zeit und dann hat man wieder das Problem mit dem Rost, aber durch diese Zusätze in der Legierung ist es jetzt nicht so schlimm. Früher im Zweiten Weltkrieg und auch eine Weile danach hat man Kettenglieder gegossen und meistens war da auch nicht so viel mit Legierungen da. Gab es verschiedene Stahlsorten vielleicht, aber keine extra Zusätze. Und bei diesem Gussstahl bildet sich natürlich auch keine Zunderschicht, weil in der Gussform, ja, kommt ja kein Sauerstoff rein zunächst, bis es eben abgekühlt ist. Also die alten Panzerketten sind durchaus rostanfälliger. Natürlich gibt es jetzt den Unterschied, ob eine Kette einfach nur rumliegt oder ob sie benutzt wird. Also wenn ein Panzer oft benutzt wird, dann hat der Rost sozusagen gar keine Chance, weil der wird ja permanent abgeschmirgelt, sowohl am Untergrund als auch an den Rädern und so weiter. Also kann man eigentlich sagen, ein Panzer im Zweiten Weltkrieg hatte wohl kaum rostige Ketten, weil die waren ja von früh bis spät irgendwo unterwegs. Heutzutage, wenn man sich einen Panzer anzieht, so ein Leopard 2 oder so, kann man eigentlich kaum Rost entdecken. Die werden natürlich nicht täglich bewegt, aber ja, die Stahlqualität ist einfach höher. Von dem her kein Problem. Also wenn jetzt so ein Panzer eben durch die Gegend fährt, dann putzt sich die Kette sozusagen selber. Natürlich ist der Boden feucht und die Luft und so weiter. Und wenn der Panzer dann kurz stehen bleibt, so ein paar Stunden, dann bildet sich da auch sehr rasch eine ganz feine Flugrostschicht. So ein helles Braun bis Orange schon fast. Ja, da hat man eben ein bisschen Rost, aber sobald der Panzer wird ein paar Meter gefahren ist, ist diese Schicht sofort wieder beseitigt. Also, ja, es ist ja so ähnlich, vielleicht kennt ihr das vom Fahrrad oder Motorrad, die Kette und Treibrad ist ja immer blank gescheuert an den Führungszähnen und auch da, wo die Kette reibt. Und trotzdem rostet es eigentlich nicht. Gut. Eine Motorradkette oder eine Fahrradkette ist auch geölt, aber naja, da wo es blank gescheuert ist, ist es einfach blank, da ist auch kein Öl mehr dran. Einfach nur durchs Benutzen kann sich da kein Rost bilden, weil der weggeschliffen wird. Also für eine Kette gilt dann eben, Metallabrieb ist hauptsächlich außen, aber auch innen vorhanden, wo zum Beispiel die Laufrollen fahren. Da bildet sich dann immer so ein Streifen, wo abgerieben ist. Und auch natürlich an Bauteilen des Fahrzeugs, an den Führungszähnen vom Kettenrad. Die sind natürlich auch komplett blank, da ist kein Lack mehr dran, weil da schleift ja wirklich Metall auf Metall. Da kann sich nichts halten. Keine Farbe, kein Rost, kein Dreck. Also das muss man natürlich auch bedenken, wenn man so ein Modell baut. Wo kann Rost sein und wo kann Dreck sein? Weil das ist nicht immer so ganz eindeutig, man muss halt mal sich da genaue Gedanken machen.
wo sich logischerweise sowas ansetzen kann. Also meine Empfehlung für die Bemalung und Alterung von Ketten wäre, die Ketten mit schwarzer Farbe oder ganz, ganz dunklem Grau, zum Beispiel wie Anthrazit oder so, komplett zu bemalen. Anschließend ein ganz leichtes Wash mit dunkelbrauner Farbe auftragen, um diesen Flugrost möglicherweise darzustellen. Und am Schluss trocken malen mit Eisenfarbe, eben an den Kanten, außen oder auch innen, wo die Räder dann die Kette sozusagen polieren auf der Lauffläche. Danach kann man sich dann natürlich um den Dreck kümmern, mit Pigmenten oder anderweitig. Das ist natürlich was, was an der Kette haften bleibt, vor allem außen. Aber wie gesagt, das Kettentreibrad oder auch die Innenseite, wo die Räder unterwegs sind, sollte relativ wenig grober Dreck zu sehen sein, denn der wird einfach ja, weggedrückt, weggeschliffen und so weiter. So, das wäre jetzt eigentlich das Erste, was es darüber zu sagen gibt. Das ist jetzt natürlich nur meine Meinung. Ja, ich denke, ich habe es gut begründet. Also, wer jetzt nicht damit übereinstimmt, ja, muss sich jetzt nicht genötigt fühlen, in der Kommentarleiste hier einen großen Streit anzufangen. Also, so ist es eben. Ich sehe das halt oft an sehr gut gebauten Modellen, auch von richtigen Profis, dass die Ketten einfach ja, übertrieben verrostet sind und ja, rein logisch überlegt kann das so nicht gehen. Handwerklich ist es natürlich sehr schön, wenn man realistisch was verrosten kann an einem Modell, aber ja, es hat halt nicht unbedingt was mit der Realität zu tun, leider. So, gilt für jede Art der Alterung. Also, was man manchmal für verranzte Panzermodelle sieht, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Das war ja nicht die Regel. Gut, ich hoffe, ihr habt was Neues lernen können. Und ja, ich wünsche euch frohes Basteln. Euer Hamikabakas.